Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Undead Legacy mit Buran, Skyhawk und Swissly. Hallo. Servus. Hallo. Servus. Let's go. Let's go, Mario. Auf geht's. Drinne bleiben. Ja, mal sehen, unsere entzündeten Augen. Drei leere Benzinkanister, das hat sich schon gelohnt. Da ist noch einer. Ja, ja, auf der anderen Seite, aber den hat. Bei mir ist weg. Irgendjemand. Ah, hier ist. Ups, hier ist nicht. Hier ist. Ups. Ja, ups, ist, ich habe aus Versehen geschossen. Ich hab's gehört. Ja, verdammt. Hier stehen welche. Ja. Ja. Guten dann Morgen. Spiel wieder mit dem Hämmerchen. Ich loote noch nicht, ich hau erstmal. Alles klar. Ich höre was? Ich sehe nichts. Hm. Ein Radioaktiver. Ja, wenn schon, denn schon. Oh, Hundi. Ja. Und ein Radioaktiver, du hast recht, da hinten in der Hütte. Oh, sind hier viele Räumchen. Halt doch viele, die Luft viele an. Unangenehme kleine Räumchen. Jo. So, ich hätte meine Tasche schon. Tasche? Tasche, ja. Die Tasche kommt erst da hinten. Tasche ist. So, der Saal hier ist clear. Tasche ist weiter oben. Tasche ist hier vor mir. Aber. Ach, unten. Check. Entschuldigung. Jetzt war ich so erschrocken, dass ich Sky gleich einem mit dem Schwert drüber gezerrt habe. Hey, bleib stehen. Du, wenn, dann kommst du eventuell von hier hinten, sind sie gekommen. Ich höre. Hast du den Hund? Geil? Ja. Ich gucke mal hier drinnen. Ja, ich mach. Na, typisch Klo. Hier drin ist eine Kiste. Boah, hier sind ja so viele Türen. Ja, na, das ist ja auch ein Apartmenthaus, oder? Und ehrlich gesagt, hier möchte ich nicht wohnen. Hast du mal gesehen, was für Karnickelbuchten sind? Ja, ich laufe gerade drin rum. Ja, ich nehme die blöden Türen gleich lieber mit. Seid ihr schon eins nach oben, oder? Nein, ich bin hier unten noch ja. Am Durchsuchen. Hurra, neben dir. Ja, ich sehe es schon. Danke für den Hinweis. Der Grünbejagte ist Geschichte. Der Dresscode hat sowas von. Nee, Schnecke, was willst du von mir? Mach dich mal ab. Immer diese Sauerei. Ja. Also da hinten kommt, glaube ich, nichts mehr, weil da komme ich gerade her. So. Also hier klingt's, von draußen wollen sie irgendwie noch rein. Ja. Hoi. Boah. Alter, hey, hinter dir! Der läuft einfach hinter dir. Wer weiß, wo der durch ist. Kriegst du ihn? Ja, ne? Ach, blöde Frage. Frag nochmal. Okay, ich habe meine Vorräte. Okay. Boah, ist ja voll der Irrgarten. Ja. Ja, aber wirklich. Was, noch einer? Achtung, Sky, hinter dir. Ja, los, mach mal dran. Hey, wo kommt denn das her? Ja, ich frage mich auch mal. Der kam von hinten mir. Ja. Da draußen ist noch einer. Da muss draußen irgendwo noch was rumschleichen. Klingt so. Nee, über uns. Oder so. Der über euch ist weg. Okay. Der andere müsste unten sein oder noch eins höher. Der muss draußen sein. Ich guck genau drauf. Wie komme ich denn da hin? Das kann auch sein. Ja, der Zaun draußen. Alles, was innerhalb des Zaunes ist, zählt wahrscheinlich auch noch. Ja. Hier zwischen den Gebäuden. Ich sehe ihn. Ah, okay. Komm halt nur noch nicht dran. Aber ich mache mir. Oh, scheiße, das ist Stein. Hat jemand eine Handgranate?
Der ist da vor der dazwischen. Hier ist das. Komm ich denn daran? Jo, jetzt jammer nicht. Ich versuche ja schon mein Bestes, dich zu erlösen. So, vielleicht sehe ich ihn von der Seite. Hallo, bitte das da. Hast du ihn? Ja. Aber ist immer noch nicht sauber genug. Nee, da komm mal mit, mehr. Ich brauche deinen Sprengstoff. Jawohl. Ah, hier ist die Treppe. Da geht ja noch eine höher. Da. Ist offen, bitte sehr. Mach auf. Ich? Ja, ja, ich habe kein Glück im Moment. Oh, ein Schrottschwert, 3 Handfeuerwaffenteile. Und der glückliche Sammlerband 7. 3-mal. Ja, okay, das kann man nehmen. Ich glaube, glücklichen Sammler habe ich auch noch nicht. Also die musst du jetzt nicht zwingend verkaufen. Nicht zwingend. Nee, ich lege sie jetzt alle mal in die Box zu Hause. Der glückliche Lurter, also der glückliche Sammler Nummer 7, ja, siehst du. Ja, also, man die auch Etage ich auch. Ist durch. Der fehlt mir sehr nach Mensch. Bist du dir sicher? Ich höre gerade ganz, ganz. Ja, da oben. Da kommt ein grüner Hawaiianer. Oh. Aber der kommt zu euch. Okay. Jetzt liegt ein Überblick gerade von Achter. Komm! 2 Cops. Nicht schlecht. Es hat mich angespritzt. Hey, das war früher mal, ne? Ach so, ihr seid eine nach oben, oder? Ja. Wir sind schon in der dritten Etage. Ah, alles klar. Ui. Hopp. Aha. Okay. Na, hier müssen wir wahrscheinlich mit ein bisschen Enthusiasmus ans Werk gehen. Die zweite habt ihr also geklärt, alles klar. Interessant. Holzfäller. Geht's denn hoch? Hier hinten ist wieder ein Safe. Ja. Komm mal. Aber aufpassen. Ja. Und gelber Punkt. Geh nicht zu nah ran. Oh, fuck. Ja. Ist offen. Guck rein. Weg. Echt viele. Wo? Vorschlaghammerturm in Blau. Naja, auf jeden Fall kann ich schneller laufen als ihr. Na komm her. Boah, komm mit. Moment. Ja. Hier hoch geht's. Achso, ihr seid schon hoch. Wartet doch mal mit den Etagen. Ehrlich gesagt habe ich da aus Versehen runtergezogen. Naja, sagen wir mal so. Okay, dann. Hat sich schon erledigt. Na komm her. Sind die schon alle down? Nee, noch nicht. Hinter dir. Ja, ja, schon gesehen. 2 grüne Lumpen. Zurück zum Händler. Dito. Jupp. Dann können wir direkt den anderen Quest aktivieren, oder? Jo. Oh, war ich überrascht. Wo ist das Scheißding? Achso, du hast noch nicht? Nee. Die wird mal oben und mal unten angezeigt. Ich musste eine Bodenplatte weghauen. Ah. So, jetzt habe ich sie. Passt. Schreierin. Ach. Ach, da. Ich sehe sie. Das war keine gute Idee, in den Stacheldraht da zu springen. Ne, die ist schon tot. Ich habe es von oben erschossen. Ja, ich habe es gesehen. Tot.
Und kopflos. Ah, siehste. Und kopflos. Trotzdem habe ich noch irgendwas fauchen gehört. So, dann kommt mal das alles da rein. So. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Shift-Linksklick war das andere Spiel. Also Steuerung-Linksklick. Ah, da, ich hatte auch noch einen. Welchen nehmen wir? Die zwei, den 206 Meter? Diesen Commercial 203, ja. Commercial Filler 101. Filler. Alles klar, dann machen wir den doch. Boah, erinnerst du dich hier noch an die ganzen Stühle für den Militärstoff? Ja. Schon wieder so ein Oschi. Oh, shitty McTiddy. Jeder eine Etage? Wie ihr wollt, ich nehme Etage Nummer 3. Ist ja nur säubern. Ich nehme Etage Nummer 3. Na dann. Ja, dann gehe ich auf die 4. Boah. Yes, sir. Deine. Ach so. Alles klar, dann. Auf geht's. Jede Menge Klamotten hier, wenn noch jemand was zum Anziehen braucht, sehe ich gerade. T-Shirts und Co. Machen wir es mit der Pumpkin, oder? Also ich glaube, das ist nichts mehr einfach mit Treppe hochlaufen, weil hier geht es erstmal eine Etage runter in den Keller, wo ich bin. Mhm. Gut. Ach du Scheiße. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Aus dem Klo rausgesprengt. Wo seid ihr? Keller? Aufzugsschacht nach Keller? Unten? Aufzugsschacht, Keller nach unten, genau. Aufzugsschacht. Nach unten, Keller. Oh ja. Alle schon tot. Oh, 28 Stahlplatten. Immer nett. Immer mitnehmen. Ja, ich habe sowieso das Sammlergehen. Klebrige Hände nennt man das. Ja, ich weiß. Hat jemand den Schlüssel? Nein. Dann habe ich den Schlüssel mal aufgemacht. So, Etage Nummer 3. Na los, her hier. Ein paar Etagen hier. Ja, und die sind schon. So, hier geht's rauf. Was? Im Klo ist eine Treppe nach oben. Oder sagen wir mal eher eine Leiter. Ich dachte, ich gehe hier hoch, aber... Nein, gehe ich nicht. Dann komme ich hinterher. Ach, immer die Sauerei. Okay, hier ist ein Wasserspann, schön. Na komm, Fockel, piep, piep, piep. So, zurück zum Händler. Mhm. Nö, immer noch säubere Gebiet. Genau. Ach ja? Ah ne, Entschuldigung, ich habe ein Level abgehabt. Ich habe mich verhört. Mhm. So, hier gibt es eins nach unten. Ne, hier sind wir nach oben gekommen. Hier sind wir hochgekommen. Genau, jetzt hier hinten irgendwo ist ein Loch. Woran heile ich mal? Warum? Achso, ja. Sieht rein optisch nicht ganz so toll aus. Ach naja. Gesundheit wird überbewertet.
Nee, ich bin mal nicht runtergefallen. Wo ist denn? Ich habe hier oben wieder Schalter, die ich nicht betätigen kann. Nee, ach so, die muss auf dem Weg nach oben irgendwo, ne? Nee, ganz oben auf dem Dach. Ja, die machen doch so heilige Scheiße. Was denn? Ja, wo, guck mal, wo ich bin. Ach je, ich hab's schon gesehen. Ich bin schon darüber. Von hier aus geht's aufs Vordach raus. Ja, richtig. Ein Vogel hast du schon. Tag. So. Och, erschreck mich doch nicht. Ups. Nee, ich kann die Schalter alle nicht aktivieren. Sind ja, Moment. 16,6 Meter von mir aus, gelber Punkt. Ich habe gerade irgendwie eine Kiste gesehen. Moment, ich muss gerade mal aufsprengen. Ja, ja, mach doch, mach ruhig. 1, 2, rums. Reden wir nicht drüber. So, irgendwie habe ich jetzt hier einen Aussetzer. Ach, da ging es noch. Hier geht's hoch. Ich weiß. Warte, da kommt noch mehr. Ganz easy, ganz easy. Ja, ich wollte hier bloß mit dem... So, ich heil mich mal hoch und dann springe ich nach unten. Nein, spring nicht. Kommst du nicht wieder? Ach, in das Loch rüber kommst du nicht wieder, oder? Nee. Ja, steht ja eh schon zurück zum Händler. Jetzt fällt mir gerade was ein. Kannst du die ganze Türe machen? Ja, nee, habe ich völlig aus den Augen verloren jetzt. Ist ein bisschen zu tief zum Runterspringen, ne? Ja. Mut zum Risiko. Die Schwerkraft ist nicht mein Freund. Die Schwerkraft ist niemandes Freunde. Den ganzen Scheißweg wieder zurück mit einer Mahlzeit. Ja, müssen tust du nicht. Ja, ich muss hier erst einmal abbauen. Und habe natürlich nicht das richtige Werkzeug dabei. Warte, ich komme zu dir runter. Du kriegst doch die Tür nicht zu. Komm zu dir runter. Ach Mann. So, guten Tag. Was darf ich dir entfernen? Du willst nach unten? Ja. Danke. Und okay. Jetzt? Da noch eins von diesen beiden Dingern. Das ist eine 10.000er. Na, spinnig. Ja, Mahlzeit. Da hinten läuft doch glatt eine Schreierin. Zwei Häuser weiter. Und das sind zwei Elemente, ne? Oder? Was nehmt ihr mit, wenn ich fragen darf? Wir versuchen hier rauszukommen. Ach so, ihr versucht nur rauszukommen, alles klar. 10.000er Stahlelement. Okay. Das sind alles Stahlelemente, oder? Zumindest da, wo wir jetzt sind. Okay. Aber hey, hat nur noch 6.800. Geht doch. Okay, war gelogen. Ist natürlich Chaos. So. Ich geht's damit besser.
Welcher schmeißt denn hier Geld in den Gulli? Das macht man doch nicht. Hälfte haben wir schon. Ja, wir können ja in der Zwischenzeit mal darüber reden, was denn jetzt gerade so aktuell an Spielen auf den Markt gekommen ist. Also Enshrouded habe ich jetzt gesehen, gibt es. Aber ich habe mich damit noch nicht befasst. Dann, ja, der Mega-Hype gerade, wo alle Streamer und YouTuber drauf gehen, ist der Pokémon-Klon. Al-World oder so. Ja. Aber ich glaube, also ich finde die Idee lustig. Ich finde den Stil schön. Aber ich würde es nicht auf YouTube bringen, weil es guckt eh keiner. Solange, vor allem Erik hat sich das Ding, also Gronkh, gegriffen. Und kannst dir vorstellen, was passiert, wenn der das Ding durchzieht. 400 Folgen später, die Basis ist fertig, noch kein einziger Quest gemacht. Wo hocken die denn? Keine Ahnung. Unten im Keller. Ja, da ist ein Durchgang offen. Was macht ihr im Keller und wo hackt ihr euch da durch? Ach, hier hackt ihr euch durch. Ja. Weil er oben im Aufzug. Die Wand könnt ihr nicht machen, die ist aus Beton. Fünftausender. Komme ich mal genau an der Wand von der anderen Seite entgegen. Das ist ja sozusagen Tunnel bauen, kennt er ja. Ja, was gibt's denn sonst noch im Angebot? Hey, ist geil, grüße dich, wie geht's dir? Alles klar da drüben? Du siehst, ich hacke mit der Holzfäller-Axt drauf rein. Ja, das bringt ja gar nichts, das kannst du lassen. Schau mal, Huran, komm rum. Huran, wir sind hier schon fast durch. Achso, alles klar. Das ist auch nochmal ein 10.000er Element, Swistly. Und das auch vor Buran. Mhm. Aber jetzt fahren wir da zu dritt drauf. Ja, super. Und das hier, wo ich vorstehe, da waren wir auch am draufhauen. Hätten wir uns die drei anderen sparen können. Aber lassen wir das. Ja, um welches geht's denn jetzt? Das Kleine, das Kleine da, ja. Gut, okay, jetzt haben wir zu viert auf das Kleine. Sag doch sowas nicht. Vielleicht wäre es cleverer gewesen, wir hätten ein paar Holzklötze reingeschossen, wa? Von oben. Ja. Ne? Und dann, dass er hätte rausklettern können. Oder wir hätten hier einen Tisch runtergeschmissen. Oder ein Klavier. Der kommt auch immer gut. Ja, oder ein Amboss. Ja, okay. Wie war das denn? Dann hätten wir ihn nur auf eine Flasche stellen müssen, Amboss draufwerfen und dann hätten wir einen Skyhawk in eine Bottle gehabt. Nach dem Motto, ja genau. Bei Minecraft geht das mit der Kuh. Wir hätten ihm auch gleich den ganzen Aufzugsschacht mit leeren Getränkekisten voll machen können. Alle oben hinstellen und runterpieseln. Bis er nach oben schwimmen kann. Bis er nach oben schwimmen kann, genau. So, können wir jetzt zum Händler zurück? Was für eine Peinlichkeitsnummer gerade. Ne, wir haben noch eine Quest. Ja, wir haben noch eine Quest. Alles klar. 222 Meter. Könnt ihr die vielleicht teilen? Ah, da, danke. Oh ja, Sicherung und Eisenschrott. Also, da hinten geht's raus. Also, meine Herren, was wäre denn noch so im Angebot game-mäßig? Habt ihr noch kreative Vorschläge, Ideen für was man nicht machen sollte, könnte? Jede Menge dafür, was man nicht machen sollte. Ja, genau. Das boomt im Moment richtig. Mhm. So, also eigentlich haben wir nur noch einen und das ist das komische, die Lagerhalle 3, ne? Ja. Okay.
Ist denn der Questmarker? Hier drin. Ah. Hier. Ja, genau. Ich sehe ihn nicht. Warte, ich teile die Quest nochmal, okay? Ich habe sie angenommen, aber ja. Ich teile sie trotzdem noch einmal. Wichtig ist, dass der, der ihn hat, den Marker sieht. Ich sehe einen Marker. Teil nochmal bitte. Teil nochmal bitte. Alles klar, Moment. Das dim, 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 teilen. Dim. Ich hab's angenommen. Alles klar. Ihr habt's auch. Und ich gehighlightet. Ich aktiviere ja. Go. Bei allen hat's funktioniert? Jo. Ja. Säubere das so, Gebiet. Okay. So, na dann. Viel Spaß, ich trinke erst mal was. Ich muss mich ein bisschen auskurieren. Der letzte, der war heftig, weißt du? Okay, Gitter gesperrt. Gitter. Da geht's nicht durch. Na, Gitter, okay. Du meinst? Hat keinen Kopf mehr. Ah. Und jetzt ist er. Na, super. Ah, warte, ich mache gleich die Tür. Ich nehme wieder was mit. Ich weiß. Hallo, wo seid ihr denn? Ups, wir sind falsche hier drüben Waffe. Im kleinen Haus, gleich wenn du reinkommst, zum Haupttor rechts. Ich meine nicht euch, ich meine die Zombies. Ach so. Alles klar. Die machen hier gerade Liegestütze. Aha, ich sehe schon, wir müssen nach unten. Oh ja, geil. Auf geht's, ab in den Keller. Buran in seinem Element. Ja. Genau. Plankton. Ui. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das sieht interessant aus. Das ist ja das mit den Hunden drin, oder? Weiß nicht, ich sehe im Moment noch gar nichts unten. Ja, warte, bis du runterfällst. Aber ich höre einen Geier. Irgendwer flattert oben. Ja, ja. Ja, ein Geier. Zwei. Da ist Hundi. Mädchen. Zwei Hunde sind down. Okay. Der andere dritte ist hier unten, ist auch down. Ja. Da kommen noch ganz eine Menge. Soll ich mal kurz runterhüpfen? Aber die kommen nicht hier durch. Die Tür unten ist vergittert. Gut. Hier geht's wieder raus, geil. Treppe nach oben. Und zwar mitten in den Raum rein. Bin hinter dir. Ich sehe es. Er ist down. Ich werde mal die Waffe wechseln. Okay, hier ist nichts. Eine alte Werkzeugbank. Na, Halleluja. Dann gucken wir mal, wer hier. Ah, guten Morgen, meine Herren. Er steht noch mal auf. Jetzt nicht mehr. Schön das Rückgrat weg. Mhm. Endloot. Erste Kiste ist offen. Da muss irgendwer mal Geier schießen gehen, hä? Ja, ich mach gleich. Schlimmer als Moorhuhn. Wow. Okay. Und? Ich nehme es mal mit, aber ja. Irgendwas Interessantes dabei? Wenn es 100 Kreuzer gibt. So gut, ja. Ne, doppel, also ne, die kleine Schrotflinte. Die zweischüssige. Ah. Achso, die. Nicht die kleine Repetier. Shit. Ne. Weil die kleine Repetier. Die kleine Repetier ist teilweise ganz angenehm. Nicht vielleicht unbedingt der Vernichter, aber gut genug. Okay, aber die Geier gehören nicht dazu. Scheinbar nicht, ne. Na gut. Oh, hier hinten ein schicker Elektrokasten. Zurück zum Händler, ne? Ja, ja.
Wir wollen nur noch ein bisschen durchlooten hier. Mhm. Weil in dem Lager sind noch ein paar Kisten zu öffnen. Gut, dann sage ich an der Stelle mal danke fürs Zuschauen. Belohnung wird in der nächsten Folge abgeholt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Servus. Tschüss.